Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturz zu Assassin's Creed Odyssey. Und an dieser Stelle tausend Dank für den geilen Livestream am Samstagvormittag mit teilweise 20 Zuschauern. Ich habe mich tierisch gefreut. Ja, und was haben wir da gemacht? Wir sind nochmal bis hierher gelaufen. Wir haben das Ganze mit dem Hippokrates nochmal erledigt. Haben ein bisschen erkundet, ein bisschen gemeuchelt und gemordet. Und ansonsten, jetzt geht's genau an der Stelle weiter, wo wir im LP aufgehört haben. Natürlich mit dem Spielstand aus dem Livestream. Es hat sich aber nichts geändert. Wir sind immer noch Alexios. Und wir haben auch nicht so viel Neues. Das Einzige, was wir im Livestream halt gefunden hatten, war, kann ich euch mal zeigen, ab Level 30 dann Jasons goldenes Vlies. Das wird geil, das können wir nämlich nochmal ein bisschen hochsetzen und gravieren lassen. Also da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Und ansonsten können wir hier mal schnell zwei Rüstungsteile zerlegen, wenn wir einmal hier dabei sind. Was haben wir hier? Hier hat man nichts mehr außer Eroberhüftriemen, aber das ist ja, naja, ne? Kann man unter Ulk verbuchen, muss man aber nicht. Dann haben wir hier Pilgerhandschuhe gefunden, auch episch, also legendär episch ist ja das hier, das ist ja episch. Und legendär ist das Goldene und ja, bei Schuhen können wir uns vor legendären Socken gar nicht mehr retten. Haben jetzt die 29 an Sandalen der Atelante. Dann, was haben wir noch hier am Starten? Ja, jede Menge. Alles im Livestream zusammengekramt. Für die, die den Stream verfolgt haben, jetzt, ihr wisst ja, wo man das alles gefunden hat. Beim Meuchelmorden und Aufschlitzen von diversen Söldnern. Wir zerlegen das Ganze aber jetzt, damit wir im Let's Play nämlich dann später weitermachen können und unsere Waffen ein wenig verstärken können beim Schmied. Dafür brauchen wir allerdings ganz, ganz viel Leder. Also heißt das, wir müssen nochmal losmarschieren. Hier, der Boden besteht aus Lava. Dieses Ostrakon-Rätsel, das löst ihr im Vulkan. Ihr springt runter, geht dann nach links und dann ist das direkt unten. Gar nicht so weit weg. Jetzt aber zurück zur Story. Die Priester des Asklepios haben wir beim ersten Priester haben wir erfahren, dass derjenige, mit dem wir sprechen müssen, nicht reden kann. Beim zweiten Priester haben wir dann erfahren, dass eine feindlich gesonnene Priesterin hier alle unter ihren Fittichen hält und alle erpresst und bedroht und etc. etc. Jetzt gehen wir zum dritten Priester und bin mal gespannt, was der für uns für eine Story auf Lager hat hier. Gleiche Krankheit wie bei den anderen. Wirklich beunruhigend. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor dem Adlermann gewarnt. Er will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut, weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend. Und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, dem Adlermann keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Erzähl mir etwas über Krysis. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort.
Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen, sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Ich finde den Stier für euch. Na dann. Ein Herz für eine Hand. Auf geht's. 400 Meter einen weißen Stier erledigen. Nee, nicht erledigen, die brauchen ja lebend. Okay. Jetzt überlege ich gerade, wie man bei Assassin's Creed ein Tier lebend fängt. Außer mit der Beschwörungskraft kann man aber nur Raubtiere beschwören. Hubala. Der erste ging aber schön oben drüber. Hallo. So, Ikarus, ich danke dir. Wie immer ein Vergnügen. So, 200 Meter, also über den Bergkamm drüber dort. Und dann müssten wir da sein. Ist hier eigentlich was zu holen? Ein Schätzchen, Tatsache. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Wie zu spät? Warte mal kurz, ich will mal kurz hier den Schatz einsacken. Oh, jetzt habe ich den Hund erledigt, ehrlich? Nee, das heißt Absturz und nicht Abschauen. Kleine Ratte. Na, jetzt bekommen wir Abschauen zockt Let's Play. Ach nee, nicht aufschließen, Gottes Willen. Du bleibst mal da drin, bis du dich beruhigt hast, mein kleiner Freund, ne? Kommst du mal ein bisschen runter und dann reden wir weiter. Gut, also der Stier, warum zu spät? Ich bin doch sofort losgelaufen, was soll das? Okay. Na dann, schauen wir mal. Schauen wir mal, was es mit dem Stier auf sich hat hier. Die trainieren oder? Oh. Gut, ach, hier waren wir am Livestream schon gewesen, haben wir ja schon alles ausgeraubt. Nicht gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Fühlt sich nicht sehr angenehm an. Ich glaube auch nicht, dass sich so ein Stierherz äußerst angenehm anfühlt. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. Ganz genau. Ja, hier waren wir am Livestream gewesen. Hier hat man schon alles aufgeräumt. War ein heilloses Gemetzel. Für die, die es verpasst haben, glaube ungefähr 10 Kopfgeldjäger erledigt. Einmal sogar gestorben, weil wir konnten die Story gar nicht verfolgen, da so ein Kopfgeldjäger hinten dran hing. Und nochmal ganz liebe Grüße an die, die da waren, an den Erik zum Beispiel oder an den Chrissy Chris, die Anne, die Monster, die Big Quantum am Ende sogar noch, die Milena war noch mit dabei, Part-Time Insane, der Gizmo war am Start. Ja, war ein schöner Samstagvormittag, aber jetzt hier, wie gesagt, weiter mit dem Let's Play. Wir haben also jetzt ein Stierherz in der Tasche. Und mal schauen, ob das als Opfergabe reicht, um das Mädchen zu retten. So. Ja, wir stehen mal... Oh. Ja, mach mal ja. Hast
du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe 2 kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Moment. Frauen und Kinder zuerst. Weder lasse ich das kleine Mädchen sterben, noch die Frau. Wenn der stirbt und mit seiner Farm die halbe Argolis, bla bla bla, da wird sich schon Nachfolger finden lassen, okay? Also wir können jetzt hier nicht die Mutter von 2 Kindern oder das kleine Mädchen sterben lassen. Betet für den Farmer. Der Stier gehörte ihm. Sein Opfer wird die Menschen der Argolis retten. Hab Dank, Söldner. Nun gut. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er schnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Okay. Midon im Gästehaus. Midon im Gästehaus. Quest abgeschlossen. Die Priester des Asklepion. Stufenaufstieg, Level 30. Na, geht doch. So, ich wollte aber jetzt die neue Quest haben. Da, kein böses Wort. Jawohl, auf geht's. Level 30, dann schauen wir aber direkt mal. Huiuiuiui. Na, das liest sich doch gut. Das goldene Vlies, wow. Jawohl. Nur mal eine andere Kapuze aufsetzen. Kein böses Wort. Der redet selten. Irgendwas hat das mit dem Reden auf sich. Der erste Priester hatte uns ja schon gesagt, dass er kein Wort sagt. Geh einen Schritt zurück. Das ist zu nah. Ich verstecke mich lieber. Geh weg. Ratte. Das ist ein Gästehaus, verdammt. So. Gehört er auch dazu? Tatsache. Hallo? Was? Hier? Warum? Die Alte! Konnt ihr auf einmal aufs Dach klettern? Was ist mit der los gewesen? Hallo. Hier der Hauptmann. Alter, was verträgt der? Komm her. Da steckt ja noch so ein Treffer weg, ne? Die kleine Ratte. Und wer lernt dich so
blöde Töne zu schwingen hier. Na, kommst du wieder runter? Na, komm hier. Ciao. Oh je. Apropos Kopfgeldjäger. Ciao. So. Lass ich mal die Kampfgeräusche, ohne dass ich blöd mit dazwischen quatsch, ne? Boah, Alter. Voll eingerastet. So, mein kleiner Freund. Noch jemand? Nein, danke. Ich muss die Quest weitermachen. Also, der kann nicht reden. Irgendwas muss es damit ja auf sich haben. Dass der nicht quatschen kann. Wird man natürlich versuchen herauszufinden, warum der gute Mann nicht reden kann. So, Gästehaus abgeschlossen. Gästehaus abgeschlossen. Kann wohl keiner rein. Okay. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Okay. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Mit Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte. Okay. Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Wir haben eine Spur. Ich weiß, warum Krösus euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ein Blick in die Vergangenheit. In die Nacht, als Myrine mit dem Säugling kam. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Hör zu. Wir können
hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Okay. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Medon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Chryses nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Chryses? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas und Chryses ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Nein, meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Chryses finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Genau so machen wir das, Alexios. Auf geht's. Ups. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Okay, Chryses, Anbeter der Blutlinie. Na dann, schnappen wir uns mal. Wenn ich meine Mutter finden will, ist Chryses der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Na dann, Asche zu Asche. Meter in diese Richtung. Also, wir nutzen mal kurz die Zeit und werden die ganze Geschichte Revue passieren. Alexios wird, ja, so als... wird gefunden auf der Insel Kefalenia und wird dort als Söldner großgezogen, beziehungsweise als Handlanger. Später dann, ja, also für die, die es nicht verfolgt haben, erfährt dann später, dass er einen Halbbruder hat. Und von seiner Schwester weiß er ja, dachte aber bis dato, dass seine Schwester tot ist, weil sie ja von der Klippe geschmissen wurde. Na? Jetzt kommt aber nach dem ersten Zusammentreffen des Apollon Maleatas im Kult des Kosmos, jetzt kommt aber dabei heraus, dass seine Schwester noch lebt. Nun sucht er seine Mutter, und zwar aus folgendem Grund, weil sein Vater ihm gesagt hat, dass er gar nicht sein Vater war. Und die Wahrheit wisse nur die Mutter. Tja, wir arbeiten hier also an einer kleinen Familienzusammenführung, was sich nicht so leicht darstellt, wie wir glauben. Kommen wir zur Geschichte von Myrene. Myrene glaubt, beide ihre Kinder sind tot, da beide in den Abgrund gestürzt sind. Sie findet am Fuße des Berges die kleine, verletzte Cassandra und macht sich mit ihr auf den Weg. Wenn wir jetzt der Story nachgehen, kam sie zuerst hier an, mit Cassandra, hier hinter uns im Tempel von Asklepion. Erfuhr dann, dass ihr Kinder tot sind, ja, also beziehungsweise, ja, ne, so wie es der Priester gerade gesagt hat. Und wenn wir der Geschichte nachgehen, über das, was wir jetzt schon wissen, ist sie später dann zu den Piraten gegangen, um wahrscheinlich ein bisschen Frust abzubauen. Ob das Ganze stimmt, werden wir sehen. Denn wir haben ja noch eine Spur, nämlich die nach Korinth führt. Jetzt aber erstmal zu Chryses, da kriege ich hier die Chryses. Wenn das nicht funktioniert. Da ist die Statue des Apollon. Und da der Altar. Chryses wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Ein toter Adler. Ein weinendes Baby. Toter Adler als Warnung für den Adlermann. Wir sind ja der Adlermann. Aber warum das weinende Baby? Vielleicht als Erinnerung an das Kind, was wir suchen? Wir werden es herausfinden.
mich aber wundert, wer war das? Komm her. Guck mal, dein Schild. Ja, damit. Oh. Ich hab gesagt, gib mir das Schild her. Der will das Schild nicht rausrücken. So. Der wollte mir tatsächlich sein Schild nicht geben. Waren das alle? Sieht so aus. Mach die Tür auf. Sonst kriege ich hier die Grüßes. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtiger Adlermann. Wag es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du hast meine Mutter in den Glauben gelassen, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als ihr kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich ihrer an. Ich legte sie auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, sie zu verschonen, und sie erhörten mich. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen, doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Alter, ist die krank? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Ich rettete ihr Leben, indem ich ihr beibrachte zu leiden, damit sie den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird sie der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast sie gefoltert? Sie war ein Säugling! Ich lehrte sie zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihr Stärke. Okay, ich werde dich töten. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlermann. Es geht um mehr als um meine Familie. Du und dein Kult. Ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder wie deine Schwester. Hier, ich beweise es dir. Alter. Ja, wir müssen das Kind retten natürlich, ne? Also, nützt ja gar nichts. Wir rennen da nicht hinterher. Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte dein Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf jetzt, liebes Kind. Deine Mata ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, meine Schwester wäre vor langer Zeit gestorben. Krysis Treiben muss ein Ende haben! Ich muss sie töten! Also doch nach Korinth. Also stimmt das mit den Piraten noch nicht. Also erst kamen sie hierher, dann in die Berge von Korinth und dann wahrscheinlich zum Piraten. Was das mit Korinth auf sich hat, das sehen wir jetzt in den nächsten Folgen, denn das ist unser nächster Ausflugspunkt. Wir gehen nach Korinth. Ein paar Korinthenkacke erledigen.
Genau, wie das Schaf hier. Oh. 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 Hi. So, Ikarus hat auch was erlegt hinten. Brauche noch ein bisschen Leder. Hallo, Löwe. So, genau, ein bisschen Leder. Für unsere neue Rüstung. Und gefällt mir richtig geil, das goldene Vlies. Mega Hammer nice. So, also, was bleibt uns jetzt hier nach Hippokrates in Argolis? Das Wissen, dass die Welt der Götter manchmal ganz schön grausam war. Es gab viele Verrückte, viele, naja, utopische Heilkünste. Denken wir einfach nur dran an die Schnittwunden vom Hund ausgeleckt, beziehungsweise bei Würmern im Hals wird der Kopf abgetrennt und im Schlaf wieder aufgesetzt. Und sich dann gewundert, warum keiner mehr atmet. Im Endeffekt war Hippokrates der Vorreiter einer, naja, besseren Medizin. Ja, also einer Medizin, die auch hilft, nämlich durch Handauflegen, durch Helfen, durch Schwert. So. Kleinen Ratten. Zack. Lauf, Mädel. Eine Heldentat. Ich bin gerettet. Na dann, hau ab. So, also wir begeben uns jetzt nach Korinth. Ich bedanke mich bei euch heute fürs Einschalten und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und wir verabschieden uns mit einem herrlichen Blick von der Aussicht des Perseus. Also noch kurz dran geblieben. So, schaut mal. Mach's gut, Argolis. Und willkommen, Korinth. Drangeblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.